Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen Kantenschleifer gekauft. Da werde ich ein paar Worte dazu sagen, warum ich den gekauft habe und warum ich ihn mir nicht selbst gebaut habe. Und um den geht es heute, den werde ich dir einmal kurz zeigen. Ist wirklich eine sehr, sehr tolle Maschine. Hier seht ihr meinen Kantenschleifer und ihr seht, irgendwie ist meine Werkstatt im Moment mal wieder total unaufgeräumt. Das liegt nämlich daran, dass ich derzeit an einem Metallprojekt arbeite. Zeige ich euch mal kurz. Für euch als Hintergrundinformation, ich bin gerade in Portugal, da hat sich was kurzfristig ergeben. Deswegen bin ich da jetzt in der Zeit, wo ihr euch das Video anseht. Und deswegen habe ich halt richtig viel Gas gegeben, dass ich hoffentlich noch das Fließband fertig bekomme. Also ich baue ein Fließband im Moment, habe es aber leider nicht fertig bekommen. Aber das ist ein eigenes Video, ist glaube ich trotzdem ganz cool geworden. Da geht es halt so ein bisschen darum, dass man sich für die nächsten Jahre ein bisschen Arbeit abnimmt. Und darum geht es in dem Video. Aber das ist auch wiederum der Grund, warum mein Holzecken hinten so vollgeräumt ist, weil ich halt eben derzeit mehr mit Metall arbeite. Ich habe den Kantenschleifer hier hingestellt und habe den tatsächlich direkt benutzt. Da muss natürlich noch ein bisschen was dran passieren, denn so wie es jetzt ist, ist es vieles ein bisschen provisorisch, was die Absaugung angeht, was hier diesen Klotz angeht. So ein paar Kleinigkeiten muss ich da noch dran machen, aber ich wollte euch trotzdem mal die Maschine zeigen, weil man kann schon mitarbeiten. Das hier ist ein kleiner Anschlag, damit wenn ich zum Beispiel ein Brett schleife, das Brett halt nicht nach rechts wegfliegt. Aber das muss ich auch eigentlich in Zukunft so machen, dass man den schnell demontieren kann, weil manchmal schleift man halt auch wirklich längere Teile, dass der dann halt eben so ein bisschen stört. Deswegen kommt der jetzt erstmal wieder weg. Vor kurzem war ein Schreinerkollege da, dem habe ich ein paar Dosen Finish gegeben. Da kann ich euch mit Stolz mittlerweile sagen, dass der für seine Kundenaufträge mein Finish benutzt. Also ist kein Scherz. Ein richtiger Schreiner, der richtige Tische baut und die halt auch eben halt auch an die Kunden verkauft und mein Finish dafür benutzt. Und da war ich schon mega, mega stolz drauf, aber das sollte nur so eine kleine Info am Rande sein. Wenn immer so jemand da ist, der halt eben richtig Ahnung hat, da frage ich dann auch immer direkt so ein paar Dinge, wo ich weiß, okay, ich muss jetzt Schleifband kaufen. Welches Schleifband benutzt er denn? Also welche Körnung? Da habe ich mich auch mit ihm unterhalten, benutzt du 120er, 80er, 180er. Und da hat er auch gesagt, wie am Langbandschleifer, eigentlich immer 100er Korn, weil das ist so die beste Zwischenkörnung, dass es nicht direkt zusetzt und halt auch eben schon ein relativ gutes Finish ergibt. Deswegen habe ich mir hier Schleifband gekauft, das ist 100er Korn. Und da werde ich jetzt erstmal ausprobieren, ob das auch überhaupt passt, ob ich da richtig gemessen habe. Das hier ist jetzt noch relativ günstig gewesen, das hat glaube ich um die 60 Euro gekostet. Aber alles, was sowas angeht, das kann so schnell so teuer werden. Allein das Schleifband beim Langbandschleifer, das sind ja dann immer solche 10er Rollen. Und die kosten dann noch dementsprechend immer direkt richtig Kohle, weil es halt immer 10 Stück sind. Das ist einfach schön, wenn Schleifband ganz frisch ist. Boah, wie scharf das danach ist. Ist das nicht toll? Eine Sache kann ich schon vorab sagen, was mir in der Maschine gar nicht gefällt. Und zwar ist das Bandtracking. Das muss man beim Schleifen öfters mal nachstellen. Kann man das nicht irgendwie arretieren? Das muss doch irgendwie gehen, oder? Ja. Die Maschine ist tatsächlich richtig, richtig leicht. Also ich habe schon lange keine Maschine mehr gekauft, die so leicht war. Ist aber auch mal ganz schön. Ich werde euch übrigens auch später sagen, was ich für die Maschine bezahlt habe. Das war auch mit so einem Grund, warum ich das Teil dieses Mal nicht selbst gebaut habe. Ich zeige euch noch einmal den Federmechanismus. Das ist vielleicht für die interessant, die sich so einen Kantenschleifer selbst bauen wollen. Die Technik von so einem Langbandschleifer ist nicht so mega anspruchsvoll. Wir haben hier einfach zwei Rollen und die eine Rolle müssen wir ein bisschen nach außen drücken können. Die andere wird angetrieben und die Rolle, die auch spannt, stellt das Tracking auch so ein bisschen ein. Das hier ist eine Federspannung, das bedeutet, wenn ich die Federung gleich löse, wird das Ganze hier wieder nach außen gedrückt. Ein sehr, sehr simples Design. So, wann ich das richtige Band bestellt, sehen Sie, wenn das Licht angeht oder wie war das? So. Einmal entspannen. Und ich würde sagen, oh ne, ist es zu lang oder es geht eigentlich, ne? Ne, das passt doch. 1A passt das. Die Maschine sieht ziemlich groß aus, ist aber tatsächlich ziemlich kompakt, wenn man sich das so nimmt. Klar, hier oben das Ganze ist relativ breit, also wenn man generell nicht viel Platz hat, ist auch die Breite zu breit für eine kleine Werkstatt. Aber wenn man sich jetzt hier den Korpus anschaut, wo das Ganze drauf steht, der ist leicht und der ist relativ kompakt. Das Ding ist auch nicht tief, das bedeutet, das kann man sehr nah an die Wand stellen. Der Tisch ist in dem Fall sehr, sehr klein. Man kann sich ohne weiteres einfach eine größere Auflage selber bauen. Aber so die Ausmaße der Maschine sind wirklich schon echt toll. Also das gefällt mir richtig gut. Kleiner Funfact, schaut euch mal das hier an. Das ist ja der Elektromotor und ich habe ja schon erwähnt, dass das Bandtracking nicht so gut ist. Aber hier sieht man auch, dass das nicht mir zum ersten Mal passiert ist. Vorher ist auch schon öfters das Band nach unten gewandert und hat sich hier so richtig eine Furche in den Elektromotor reingeknabbert.
Das ist echt abgefahren, was eigentlich nur ein bisschen Schleifpapier anrichten kann. Ich weiß nicht, ob man es im Video hören kann, aber eine Sache, die ja noch getauscht werden muss, ist relativ simpel, ist der Schalter. Denn der macht solche surrenden Geräusche, muss nicht unbedingt sein, deswegen wird der kurzerhand ausgetauscht. Wäre ja schade, wenn wegen einem defekten Schalter der Elektromotor dann auch auf Dauer gesehen auch kaputt gehen sollte. Der Schreinerkollege hat mir übrigens auch erzählt, dass bei ihm schon der dritte Schalter dran ist. Also keine Ahnung, vielleicht ist das bei der Maschine so ein bisschen vorprogrammiert, denn er hat mich auch genau den gleichen Kantenschleifer. Ach, ich hatte es falsch rum drauf gemacht. Ach, so ist das. Dann machen wir es jetzt mal richtig rum. Maschinen sind so toll. Man braucht immer mehr Maschinen. Dann ist das alles noch viel tollerer. So, schauen wir mal, ob es jetzt... Ich kann es euch nicht sagen, das Band hier macht jetzt ein paar Geräusche. Bei dem anderen war das nicht der Fall. Ist aber jetzt auch nicht so wild. Wir machen die Maschine mal nochmal kurz an. Jetzt zeige ich euch mal das Bandtracking, wie das funktioniert. Das muss man bei laufender Maschine machen und für euch als Information, man kann hier unten das Ganze öffnen und dann kann man hier oben das Ganze mit einem Excenter halt eben bewegen. Witziger Funfact, schaut mal bei alten Maschinen, bei denen irgendwie ein Sägeband, ein Schleifband, wenn das irgendwie regelmäßig ausgetauscht werden kann, schaut mal auf die Maschine, oftmals hat der erste Besitzer irgendwo eine Markierung drauf gemacht, wie lang das Band drauf ist. Ihr seht hier diese 6900, unten, das weiß ich nicht genau, was das ist, aber wer hat's gedacht, ich falle, die 6900 mm, das ist die Schleifbandlänge. Und weil ich das irgendwie immer ganz klar fand bei diesen alten Maschinen, habe ich es mir nicht nehmen lassen, dieses Mal selbst die Markierung auf die Maschine draufzuschreiben. Also steht jetzt hier 2290 mm, das ist übrigens auch, glaube ich, eine Standardlänge für diese Schleifbänder, mal 150 mm, das ist die Breite des Schleifbandes. Wenn ich jetzt nachbestellen muss, kann ich hier einfach mir das Maß nehmen. Übrigens, da hinten ist so ein bisschen Holz, wo ich gerade fast drüber gestolpert wäre. Das ist einmal Eichenholz und einmal Buchenholz. Das Eichenholz ist schon komplett verplant, denn ich habe von einem Restaurant einen Auftrag bekommen. Das wird auch ein eigenes Video, wird ein richtig, richtig tolles Projekt. Also abonniere doch gerne den Kanal, da bekommst du auch bestimmt von YouTube den Hinweis, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Also einfach den YouTube-Kanal abonnieren und dann siehst du bald, was ich mit diesem ganzen Eichenholz und für wen ich das Ganze mache. So, jetzt kommt mal noch hinten der Absaugstutzen dran. Da kann ich aber jetzt schon sagen, der Absaugstutzen ist nicht sehr effektiv, so wie der gebaut ist. Und vor allen Dingen mit einer schwachen Absauganlage ist das auch nicht so wirklich effektiv. Ich baue ihn trotzdem mal wieder dran. Bin ich jedes Mal zu blöd, den wieder drin zu setzen. Ach jo, der gibt so rum Ring gesetzt. Haha. Ich habe die Matrix durchschaut. Ihr seht hier den Absauganschluss und der ist wirklich gar nicht effektiv. Also wenn ich die große Absaugung gebaut habe, dann wird das hier auch ein bisschen abgeändert, denn die saugt jetzt im Prinzip hier hinten an, aber der ganze Staub fällt halt hier schon meistens an. Das bedeutet, der wird dann hier einfach längs drüber geschossen. Ich hatte hier mal so ein Brett hingespannt, damit das Ganze eher hier reingeleitet wird. Das hat schon viel gebracht, aber unterm Strich ist die Absauganlage auch nicht stark genug. Das bedeutet, das hier ist auch noch so ein offener Arbeitspunkt. Ich werde die Maschine größtenteils als 90 Grad Kantenschleifer benutzen. Warum sage ich das so komisch? Ganz, ganz simpel. Weil man kann zunächst einmal auch bei der Maschine die Schräge einstellen und man kann das Ding auch ganz flach stellen. Wie gesagt, das ist eine tolle Kombinationsmaschine, wobei ich das Ganze so wahrscheinlich nicht benutzen würde, außer wenn ich halt sehr, sehr viele Teile so schleifen müsste, denn ich habe ja einen Kantenschleifer und das ist im Prinzip das Gleiche wie bei dem Kantenschleifer. Genau, aber besser haben als brauchen, deswegen will ich mich gar nicht beschweren. Die Maschine verfügt hier über einen Spannknauf. Damit kann man dann das Ganze lösen und kann halt auch irgendwie eine Zwischengradzahl einstellen. Aber normalerweise sind diese Bemaßungen hier sowieso nicht so genau, und speziell wenn man 90 Grad schleifen will, ist es schön, wenn man das einmal genau einstellt und dann immer direkt rangehen kann. Aber ich mache das mal wieder hier rüber. Die Maschine hat hier jetzt noch einen Anschlag, und zwar ist das dieser hier. Das ist auch wiederum so ein 90 Grad Anschlag, den kann man irgendwie, ich glaube hier war das, wo waren das noch? Alter, keine Ahnung. Ah, den kann man dann irgendwie so hier dran montieren. Und dann hat man hier auch nochmal eine Anschlagseite. Ich drehe das Ganze jetzt einfach mal rum, damit er besser sieht, wie das dann aussehen würde. Natürlich auf der Seite. Aber wie gesagt, das hier ist auch für mich nicht so interessant. Aber ich könnte sie so benutzen, wenn da halt eben Bedarf wäre. Das ist so schön die
schön die Abschussrampe, wenn wir dann hier ein Stück Holz drauf halten, dann kann das schön wegfliegen. Dann gibt es jetzt hier noch diesen schönen Anschlag, den kann man hier halt drauf montieren, man kann auch die Schräge einstellen und dann kann man halt eben hier das Ganze auch nochmal ziemlich effektiv schleifen. Das Schade an der Sache ist jetzt einfach nur, dass man das Teil hier nur benutzen kann, wenn das Ganze hier flach eingestellt ist. Wenn ich das jetzt hochkippen wollen würde, dann würde das nämlich nicht funktionieren. Also der Anschlag hier ist allein dafür gedacht, wenn das Ganze hier flach eingestellt ist. Also auch wieder ein Zusatzbauteil, was ich sehr selten benutzen werde. Aber es gibt ja noch eine Möglichkeit, wo ich mir noch nicht so genau sicher bin, wie die vorher benutzt wurde. Also deswegen klappen wir jetzt wieder alles einmal hoch. Ihr seht hier unten dieses Scharnier. Das bedeutet, man kann alles rumklappen. Um das tun zu können, muss man hier die Schraube lösen. Die muss man auch dann ganz rausschrauben, oder? Ja, die muss man ganz rausschrauben. Übrigens Baujahr 1987. Dieses schöne Teil kann man nämlich jetzt auch so hochklappen. Aber das hier ist halt eigentlich so das Gesamte, was man klappen kann. Deswegen bin ich mir nicht so genau sicher, warum man das überhaupt gebraucht hat. Also komplett das Ganze auf 90 Grad kippen funktioniert auch nicht. Deswegen bin ich mal nicht so genau sicher, wofür das hier gewesen ist. Wenn ihr wisst, warum man das vielleicht so schräg stellen kann, dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Aber wie gesagt, ja, so werde ich es auch nicht benutzen, deswegen kann ich es wieder runterklappen. Dann noch ein Feature, was auch super toll ist. Das hier habe ich echt vermisst, seitdem ich meinen Kantenschleifer nicht mehr hatte. Denn hiermit könnt ihr zum Beispiel Radien schleifen. Klar, ihr könnt keine Innenradien schleifen, aber meistens braucht man das ja nicht. Meistens sind das irgendwelche Kurven, die man mit der Bandsäge ausgeschnitten hat und die man halt eben schnell schleifen möchte. Und der Vorteil an einem Kantenschleifer hier mit so einer Umlenkrolle hier oben, im Gegensatz zu einem Spindelschleifer, ist halt eben, dass ihr viel mehr Schleifmaterial habt. Das bedeutet, auf einer Umdrehung habt ihr ja 100-mal mehr Schleifband als auf so einer einfachen Spindel. Das bedeutet auch im Umkehrschluss, dass ihr viel effizienter schleifen könnt und das Schleifband viel länger drin lassen könnt. Dieses Teil hier kann man auch in der Höhe verstellen. Ja, kann man in der Höhe verstellen. Also wirklich tolles Feature. Nur mit der Absaugung ist es dann wirklich super ätzend. Also im Prinzip, wenn ihr hier schleift, ist es halt wie, als wenn ihr ohne Absaugung schleift. Gut wäre es, wenn man hier dann noch einen Port hinmachen würde, dass halt eben hier auch das Material direkt abgesaugt werden kann. Aber wenn die neue Absauganlage fertig ist, dann hätte ich auch einen Grund, das vielleicht zu bauen, weil mit der hier wird das keinen Sinn machen, wenn ich jetzt hier alles für die Absauganlage vorbereite und der Staub weiterhin nicht gut eingesaugt wird. Ich werde jetzt mal was schleifen, damit ihr auch sehen könnt, wie effektiv das Ganze ist. Ich habe jetzt hier ein Stück Walnuss, das Ganze ist sägerau, damit man es auf der Kamera besser erkennen kann. Werde ich hier noch ein paar Bleistiftstriche hinmachen. Und das werden wir jetzt einmal fix ranhalten und sehen, wie gut das Ganze schleift. Wir haben hier übrigens eine Schleifbandauflage von 80 cm. Also 80 cm können wir an einem Stück hier drauf halten. Aber länger geht ja natürlich auch, denn hier hinten ist der Absaugstutzen nicht im Weg. Das heißt, es ist schon sehr toll. Aber der Riesenvorteil dabei, dass das Ganze so lange ist, ist auch, dass man jetzt zum Beispiel bei Teilen, die nicht so groß sind, dass man da an einem Stück dran halten muss und halt eben nicht so an der Schleiffläche vorbeischleifen muss. Und ihr könnt jetzt direkt erkennen, die Bleistiftmarken sind weg und das Ganze ist schön geschliffen. Das Ganze ist vor allen Dingen auch gerade auf die Länge geschliffen und gerade an dieser Seite. Wobei ich mich da noch so ein bisschen ran experimentieren muss, denn beim letzten Mal, als ich das geschliffen hatte, war das Ganze leicht rund, was dann beim Verleimen ein großes Problem war. Aber so, wenn man einfache Teile hat für ein Stuhlbein oder, ist das hier schon echt richtig gut. Eine Sache hat diese Maschine hier nicht, und zwar ist das eine Oszillation. Was ist eine Oszillation? Eine Oszillation verursacht halt eben, dass das Schleifband hoch und runter schwankt. Das funktioniert so, dass hier unten ein kleiner Motor ist, der hier diese Schleifwalze quasi immer in dieser Bewegung, so eine Bewegung, immer bewegt. Und dadurch das Schleifband durch das Tracking halt im Prinzip immer umgestellt wird. Und somit schleift ihr halt quasi nicht nur mit der Höhe von eurem Werkstück, sondern zum Beispiel die anderthalbfache Höhe. Und so könnt ihr euer Schleifpapier noch mal ein bisschen effizienter benutzen. Und ihr schleift auch effizienter, weil ja wieder mehr frische Schleifband jedes Mal wieder im Eingriff ist. Also so eine Oszillation ist eine tolle Sache,
aber das kostet natürlich auch Geld. Deswegen habe ich hier bei der Maschine keine Oszillation, weil die Maschinen, die es zu dem Zeitpunkt gab, immer dreimal so teuer waren. Sie waren super massiv, muss man auch dazu sagen, das war eine andere Liga. Aber für die Maschine, viele wollen es wahrscheinlich wissen, habe ich 350 Euro bezahlt. Und deswegen hat sich hier, ja, hat sich für mich so ein bisschen erledigt, die Maschine selbst zu bauen. Denn für 350 Euro, das sind schon einige Stunden, die ich dafür arbeiten müsste, um so eine Maschine hier zu bauen. Und die hier ist echt toll. Die ist schön klein, die ist kompakt, sie ist grün und sie ist auch nicht so schwer mal. Ne? Ist auch mal eine feine Sache. Als ich die Maschine abgeholt habe, habe ich sie tatsächlich eine Woche später direkt benutzt und hatte damit schon ein Projekt, einen Prototyp gebaut, worüber es dann noch in diesem eigenen Video geht. Und dafür ist diese Maschine halt wirklich einfach toll. Nehmt euch einfach mal an, ihr habt ganz, ganz viele Kanthölzer oder vielleicht ein Brett und ihr schneidet das immer auf die passende Länge zu. Wenn ihr hier einen 90-Grad-Anschlag habt, könnt ihr einfach dieses Brett nehmen, habt vielleicht vorher einen Millimeter auf Übermaß geschnitten und geht ihr einfach kurz dagegen und im Stirnholz habt ihr direkt eine richtig tolle Oberfläche und ihr seid halt einfach schnell und das Oberflächenbild ist wirklich sehr, sehr schön. Jetzt ist natürlich noch die Frage so am Schluss, Kantenschleifer oder Tellerschleifer? Hier ist meine Meinung dazu. Und zwar braucht ihr im Prinzip beides, wenn ihr beide Vorteile auch so ein bisschen ausnutzen wollt. Ich sage immer ganz gerne, dass man auf der Maschine hier feinere Schleifband hat. Das bedeutet, man ist näher dem Endergebnis schon zugange. Und beim Tellerschleifer ist es halt wirklich toll, wenn ihr viel Material, wenn ihr zum Beispiel hier so eine Ecke markiert, damit könnt ihr halt wirklich sehr, sehr schnell und effektiv das Material wegschleifen. Und ein Sicherheitsfeature hat halt so ein Kantenschleifer nicht, bei dem es der Tellerschleifer halt besser machen würde. Und zwar ist halt einfach die Sache, wenn ihr hier so eine Rundung schleifen wollt und ihr schleift hier, macht diese Bewegung, dann ist das alles noch gar kein Problem. Aber sobald ihr diesen Punkt erreicht habt und ihr nicht mehr so die richtige Kontrolle über das Holz habt, dann kann sich das schnell mal fangen und so ein Kantholz fliegt dann echt super schön, wirklich sehr, sehr effektiv auch durch die Werkstatt. Und das kann ein Kantenschleifer nicht. Also in meinen Augen ist ein Kantenschleifer cool, wenn man irgendwie ein gerades Brett nimmt, hält das so dran, hält das so dran, hält das so dran mit einem Anschlag. Dann ist das hier sehr, sehr effektiv. Ihr habt ein schönes Oberflächenbild und könnt sicher arbeiten. Am Tellerschleifer könnt ihr halt hingegen sehr effektiv runde Formen, runde Außenformen nachschleifen und halt eben dort dann schnell das Ergebnis bekommen. Eine kleine Info noch. Und zwar seht ihr jetzt, dass das Schleifband hier an der Stelle dreckig ist. Ich muss aber vorher kurz meinen Fuß kratzen, denn ich werde gerade ein bisschen verrückt. Boah, wie gut. Das ist richtig voll da, wenn man sich nicht kratzen kann. Ihr seht jetzt, dass ich hier ein bisschen was geschliffen habe. Und wenn ihr das jetzt länger macht, dann wird das stärker. Das bedeutet, ihr seht immer weniger das frische Schleifpapier, sondern immer mehr Schleifstaub. Und wenn ihr dann nicht mehr so effektiv schleifen könnt, dann denkt man vielleicht, okay, das Schleifband ist jetzt fertig, ich brauche neues. Aber dabei könnt ihr das oftmals noch viel, viel länger benutzen. Denn im Prinzip könnt ihr euch ja das Schleifpapier so vorstellen. Jetzt ist er auf dem Klo, kurz warte. Wenn ihr schleift, setzt sich ja das Schleifmaterial, der Schleifstaub in dem Schleifband so ein bisschen ab. Das sehen wir hier jetzt ganz gut. Und wenn das jetzt nur so ein bisschen ist, dann ist das auch gar kein Problem. Und speziell bei kleineren Bandschleifern, wenn ihr damit etwas schleift und dann kann es ja mal vorkommen, dass ihr irgendwie was Nasses erwischt oder was Harzhaltiges, dann merkt man dort den Effekt ziemlich schnell. Das bedeutet, das Schleifmaterial, wenn da noch Harz dazu gemischt ist, setzt die Körnung immer weiter zu. Das bedeutet, eigentlich ist es noch scharf, es ist aber nur zugesetzt, weswegen ihr nicht mehr so gut mit schleifen könnt. Und wie will man das Schleifpapier ein bisschen länger benutzen? Oder wie macht man das? Ganz simpel, man macht es einfach sauber. Ich werde das Teil hier einmal kurz ranhalten und dann seht ihr, was ich meine. Dafür schalte ich die Maschine einmal ein. Und jetzt könnt ihr direkt erkennen, das Schleifband ist wieder sauber und man erkennt wirklich gar keinen Unterschied zu dem ganz, ganz frischen und jetzt zu diesem gereinigten Schleifmaterial. Wenn euch dieses Teil hier interessiert, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung, denn das Ganze findet ihr auf meiner Webseite. Das heißt, das Ganze wird von meinem Team zu euch geschickt. Und hier noch so ein kleines Goodie. Wenn ihr mal auf die Webseite schaut, seht ihr auch, dass es hier einen Mengenrabatt gibt. Das bedeutet, wenn ihr zwei Stück haben wollt für die Arbeitskiste und einmal für die Werkstatt, gibt es hier halt einen kleinen Mengenrabatt. Wird alles aus Deutschland direkt zu euch geschickt. Das heißt, das ist ziemlich schnell mal bei euch. Ich hoffe, dass manche jetzt nicht zu traurig sind, dass ich diesen Kantenschleifer jetzt nicht doch selbst gebaut habe. Aber es ist auch einfach derzeit so, dass ich viel, viel weniger Zeit habe und irgendwie kommt immer mehr auf mich zu, weswegen ich hier die Zeit in der Werkstatt lieber damit verbringe, an Projekten zu arbeiten und nicht an der Maschine zu arbeiten. Das Schade, oder das Anführungszeichen, das Schade an diesen Projekten, wenn ich so einen Kantenschleifer selber baue, ist halt auch eben,
Das merke ich jetzt gerade wieder an dem Fließband. Es ist extrem zeitaufwendig und es wird auch tatsächlich nicht so oft auf YouTube angeschaut. Deswegen baue ich lieber ein schönes Möbel, wo ich mich dann auch im Nachhinein freue, weil es in meinem Büro steht. Und euch freut es dann auch in dem Video, wie ich das Möbel baue, wie als wenn ich jetzt hier einen Kantenschleifer baue. Wie gesagt, für 350 Euro habe ich das Teil gekauft, finde ich einen sehr, sehr guten Preis und bin super zufrieden. Und wie gesagt, ich habe das Teil gekauft, habe es hier in die Werkstatt gestellt und habe es halt auch einfach direkt benutzt, weswegen das ja für mich jetzt die bessere Entscheidung war, als eine Maschine selber zu bauen. Also ich denke, so ein Kantenschleifer, das ist so eine Kategorie Maschine, wo man einfach nur sagen kann, boah, die gefällt bestimmt jedem. Denn wenn man sich da einmal dran stellt, wenn man da einmal so eine Leiste mitgeschliffen hat, das ist einfach so, so toll. Und ich hoffe, dass ich euch die ganzen Features, die diese Maschine halt eben jetzt hat, einigermaßen gut zeigen konnte. Und ja, das soll es für heute gewesen sein. Hier findest du jetzt noch zwei weitere Videos. Ich sage bis zum nächsten Video tschüss und wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Ciao.